Die Tiere machen wirklich ein wunderschönes Höllenspektakel. Und weil die Tiere so schön singen können oder zikadieren, wenn man so möchte, heißen sie auch Singzikaden. Das ist der ganz offizielle Name, der deutsche, dieser Tiere. Aber das Tolle ist, dass die Gattung, also die Untersorte von diesen Singzikaden, die heißt Magizikada. Und das heißt nicht umsonst so, sondern das bedeutet wirklich magische Zikaden. Und sie sind ja auch magisch. Musiker und Musikerinnen fragen sich natürlich, wie diese schönen und auch lauten Gesänge von den vergleichsweise kleinen Tieren entstehen können. Die haben einen Singmuskel. Und dieser Singmuskel, der bringt Schallplatten in Bewegung. Das nennt man das Trommelorgan, das Zymbalorgan, hinten am Körper dieser Zikaden. Und dieses Organ schwingt nicht nur, sondern diese Schwingungen werden auch noch verstärkt. Wie bei einer Trommel innen drin, der Hohlraum, der ist ja wichtig, der Trommelhohlraum, weil sie tatsächlich hohle Räume haben. Das wird durch Tracheenblasen gemacht. Tracheen sind diese kleinen Röhrchen, die durch die Tiere hindurchführen. Und wenn die jetzt aufpuffen oder wie das Innere einer Trommel so eine große Blase bilden, dann ist das nichts anderes als, wie es auch dann heißt, ein Trommelorgan. Und deswegen wird es auch richtig schön laut und trommelig. Singzikaden sollte man mit offenem Ohr und offenem Herzen einfach bei ihrem wunderschönen Chor anhören.